Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Geisterjagd in Phasmophobia. Ich bin Flex, schön, dass ihr wieder mit mir auf der Jagd seid. Ja, ein heimgesuchtes kleines Eckhaus und die erste Folge, die zweite Folge im neuen Beta-Update mit neuen Aufträgen und neuen Sachen, die die Geister machen. Und wir haben auch gleich ein paar neue Aufträge. Zuerst haben wir aber den Auftrag, machen Sie ein Foto vom Geist und dann bringen Sie einen Geist dazu, eine Kerze auszupusten und entkommen Sie dem Geist während einer Jagd. Habe ich gesagt, dass ich mich über diese neuen Missionsziele freue? Habe ich das gesagt? Warum sage ich sowas? Okay, und wir haben es zu tun mit dem Geist von Margaret Garcia. Oh nein, schon wieder ein Geist vom berühmten Garcia-Clan. Garcia und Martinez, immer gefährlich. Die heißblütige Spanierin. So, der reine Generator ist in der Garage. Dann gehen wir mal los. Wir nehmen trotzdem erstmal so ganz klassischen EWF-Gear natürlich mit und Geisterbox vielleicht. Und natürlich Taschenlampe ist auch immer super. Vielleicht sollten wir auch eine Kerze. Ne, wir gucken erstmal, wo der Geisterraum überhaupt ist. Und dann gucken wir nach, ob das ein Kind ist, die uns eine Kerze auspustet. Ah, wie cool, ich freue mich. Das ist echt gut. Ja, ich freue mich doch. Bis hier vorne zur Tür. Und jetzt ist schon wieder. Hallo. Ganz ruhig. Lieber ein bisschen schneller gehen. Fühle mich jetzt schon beobachtet. So, Strom an. Ganz ruhig mal. Hallo. Hallo, schon jemand in der Tür bewegt. Dann war es oben. Das hat sich so eindeutig eine Tür aufgegangen, ja. Gucken einmal kurz hier rein. Vielleicht liegt ja der Knochen hier unten. Wenn nicht, gehen wir gleich mal nach oben. Da hat auf jeden Fall jemand oben eine Tür aufgemacht. Wir müssen hier hinten noch mal im Knochen gucken. Ganz ruhig, Margaret. Alles wird gut. Da, schon wieder. Nee, das ist oben. Da wird oben schon fleißig mit den Türen gearbeitet. Margaret zeigt uns schon mal, wo sie ist. Ja, wir kommen gleich. Keine Hektik, Margaret. Wir haben es gar nicht so eilig. Wir müssen ja irgendwie, müssen dich ja eh zu einer Jagd sogar provozieren. Es sind aber noch mehr Aufträge, die uns dazu zwingen, den Geist zu einer Jagd zu provozieren. Ich finde das Kruzifix. Es gibt ja auch noch auf der Jagd, was wir letztes Mal hatten, ein Parabolmikrofon und auf der. Hallo? Hier oben im Badezimmer. Ist das überhaupt ein Badezimmer? Ja, ne? Okay, Margaret ist im Badezimmer. Badezimmergeister. Wo ist das Licht? Warum ist es hinter der Tür versteckt? Es müsste hier sein. Hier gehört das hin. Kannst du uns ein Zeichen über den EMF-Reader geben? Bist du hier? Vielleicht ist hier draußen im Flur. Gib uns mal ein Zeichen, bist du hier? Kannst du den EMF-Reader auslösen? Gib uns ein Zeichen über das EMF. Ha? Das war aber nur, weil sie hier gerade irgendwas bewegt hat, ne? Oder bist du das, Margaret? Kannst du das EMF auch noch mehr auslösen? Nee? Oh, ah, oh, doch, oh, alles klar. 5er EMF gleich hier in der Ecke. Ja, alles klar. Super. Und Wasser läuft auch schon. Oh, ich dachte, es geht los. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Wie alt bist du? Bist du hier? Okay, ja, du bist hier. Wie alt bist du? Nee, okay, Geisterbox ist nicht so, ist nicht so. Ja, irgendwie was für schwere Schritte. Raus! Wir kommen gleich nochmal wieder, Margaret. Lass das Wasser ruhig laufen, ist kein Problem. Da, 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 da. Einmal frische Luft schnappen. Okay, da oben scheint sie drin zu sein. Wir können ja ein Fotoapparat mitnehmen. Und wir können ja die Kerze mitnehmen. Komm mal her. Zünden wir mal an. Nehmen wir mal eine Kerze mit rein. Vielleicht kriegen wir sie ja dazu, dass sie die Kerze irgendwie auspustet. Das wäre ja schon mal cool. Okay. Ganz ruhig, Margaret. Aber die Kerze gibt es auch ein bisschen Sanity zum Glück. So. Müssen wir hier in der Hand halten? Oder können wir die jetzt hier hinstellen? Und die pustet. Wir machen das Licht, muss aus sein. Ne? So. Erstmal ein Foto vom Waschbecken. Ah! Okay, und auch gleich umgeworfen. Wie cool ist das denn? Das konnten die vorher nicht. Die Kerzen waren vorher unantastbar für die irgendwie. Ne? Oder beziehungsweise sind auf jeden Fall nicht ausgegangen. Ja, du magst die Kerze nicht. Oh, gut. Gut. Kannst du dich einmal zeigen? Bist du hier drin? Dann zeig dich einmal.
gleich sowas von an. Wo rennen wir hin? Treppe runter. Treppe runter bis in den Keller, irgendwie um die Ecken rum. Wenn irgendwas schief geht. Schief geht. Kannst du dich einmal zeigen? Margaret Garcia, zeig dich einmal. Habe ich noch irgendwas mitgenommen? Nee, wir haben nur den Fotoapparat dabei, ne? Den legen wir jetzt mal hier oben hin. Aber können wir eigentlich... Ja, Licht. Raus. Lass die Tür auf. Lass die Tür auf. Okay. Alles klar. Beweis haben wir auch. EMF-5 müssen wir eintragen. Beinahe vergessen. EMF-5 haben wir. Okay, hier brutzelt noch die eine Kerze. Die ist aber egal. Wir nehmen Kruzifix mit drauf. Das können wir da reinschmeißen. Obwohl, eigentlich müssen wir sie ja... Und wir nehmen eine Kamera mit drauf. Die legen wir da so rein in das kleine Badezimmer. Sanity Check. Wie geht's uns? Geht uns doch gut. Geht uns doch gut. Alles kein Problem. Ist hier noch plötzlich gerade dunkel geworden? Nee, ne? Noch dunkler? Da. Alles kein Problem. Wir kommen weiter mit Margaret. Wir kommen noch mit der kleinen Kamera. So. Wo legen wir die denn mal? Die legen wir hier mal hin. Hier kann die gut liegen. So, da kriegen wir einen großen Teil von... Wo eigentlich besser noch in die Ecke. Hat sie jetzt die Box angemacht? Oder habe ich die angemacht? Jetzt aus Versehen beim... Ja. Oh, ich glaube, sie hat die gerade angemacht, oder? Wie cool. So, Margaret, hier hast du einen Kruzifix. Obwohl, eigentlich sollten wir ja nicht... Aber eins können wir reinschmeißen. Weil wir müssen sie ja irgendwie... Müssen wir sie ja auch mit Räucherstäbchen, ne? Wir laufen dann, das müssen wir ja machen. Wenn wir das machen, dann... laufen wir die Treppe runter mit Räucherstäbchen. Oder waren es Räucherstäbchen? Müssen wir nur entkommen. Entkommen sie dem Geist wieder? Ja, wir nutzen dazu aber Räucherstäbchen. So ist das ja nicht. Aber es gibt auch die Mission, nämlich mit Räucherstäbchen irgendwie dem Geist, ne? Das hat man letztes Mal ja. Mit Räucherstäbchen und mit dem Parabolmikrofon. Ich glaube, es gibt noch viel mehr neue Missionen. Der Geist hat auf jeden Fall die Kerze sofort umgepustet und ausgeschlagen. Ja, und Quatsch, ausgepustet, umgepustet und ausgeschlagen. hat er ihn sofort. Die gute Margaret. So, wir legen dir hier mal was rein. Ein bisschen Lektüre. Schmierige Flossen. Kein Wunder, wenn ihr in dem Wasser die Hände wäscht. Guck mal, wie braun das ist. So, hier. Ja. Nicht mit rauskommen auf dem Flur. Oh! Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich wollte doch gar nichts. Ich wollte nur ein Foto machen. Warum machst du denn gleich die Tür zu? Hast du Licht auch schon? Ja, Licht hast du auch schon. Ich glaube, so ein kleiner Fingerabdruck ist ein 3 Sterne. Jetzt haben wir gleich keine Fotos mehr. Ne, nee, wir haben auch keine Fotos mehr. Und wir haben den Knochen noch gar nicht geholt, ne? Wo lag denn der nochmal? Haben wir ihn überhaupt schon gesehen? Knochen, hier unten lag er nicht, ne? Nee. Raus, erstmal raus, ganz kurz. Ganz kurz gucken. Nee. Aber das ist sogar 3 Sterne, die umgeschubste Kerze. Guck mal, das Wasser auch. Wie gut. Und die Fingerabdrücke sind 2 und 2 Sterne. Der kleine Fingerabdruck bringt sogar 3 Sterne. Echt cool. Nee, wir haben den Knochen noch gar nicht gefunden. Tatsächlich. Ich dachte, wir hatten den schon gesehen. Okay, dann haben wir ihn noch nicht gesehen. Moment, wir müssen noch irgendwas mit reinnehmen. Und wir gucken mal nach Geisterorbs. Ist das Licht jetzt da oben aus? Werden wir gleich sehen. Ja, ist aus. Aber es trotzdem überstrahlt trotzdem wieder so extrem. Badezimmer sind immer echt schwierig für Geisterorbs. Da wird auch noch geflackert draußen jetzt gerade. Müssen wir draußen auf dem Flur aufstellen, doch auf dem Stativ und dann von draußen vom Flur rein ins Badezimmer. Okay, Foto und entkommen müssen wir noch. Okay, Fingerabdrücke haben wir übrigens noch als Beweis. EMF und Fingerabdrücke. Wie, da kommt jetzt Revenant raus. Revenant oder Banshee? Nein! Warum? Warum Revenant? Was haben wir jetzt reingelegt? Ein Buch, ne? Und die Geisterorbs haben wir. Und Geisterbox ist schon drinne. War es nicht auch gerade frostig? Hat man nicht auch gerade Gefriertemperaturen übrigens nebenbei bemerkt? Dann wäre es eine Banshee. Das wäre beruhigend. Ich glaube, es war frostig. Wir nehmen mal ein Thermometer mit rein, Leute. Oh, wenn das ein Revenant ist. Ah, Katastrophe. Banshee ist aber auch nicht viel besser. Die kann uns nämlich jagen, egal wie unsere Sanity ist, ne? Da kann die uns jetzt auch jagen. Okay, wir gehen mal rein nochmal. Beides nicht gut.
Da, Margaret, ganz ruhig. Alles wird gut. Ich war der Meinung, es war nämlich gerade kurz frostig im Dunkeln hier. Nee, doch nicht. Hat ins Buch geschrieben. Verdammt, da muss es ein Revenant sein, ne? Das ist was wahrscheinlich, was fehlt für ein Revenant. Oh, wir haben ein Foto aber dabei. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Okay, Foto. Revenant, Leute. Oh, das ist super gefährlich, super gefährlich. Da brauchen wir auch die Räucherstäbchen, um überhaupt eine Chance zu haben, zu überleben. Wie soll man da ein Foto vom Geist machen? Das Foto vom Geist können wir schon fast. Das möchte ich schon mal ausschließen. So, Fingerabdrücke, EMF und Geisterbuch. Ist der Revenant. Warum muss es ein Revenant sein? Machen Sie ein Foto vom Geist. Von wegen machen wir ein Foto vom Geist. Nee, nee. Wir nehmen uns jetzt hier ein Feuerzeug und Räucherstäbchen und gehen dann rein und riskieren das, dass wir jetzt hier eine Jagd provozieren, ne? Räucherstäbchen in die Hand. Lichter überall aus. Knochen aber nicht gesucht, ne? Ah, jetzt habe ich ein Foto aber hier lassen sollen. Ganz ruhig, Margaret. Alles wird gut. Der Fotoapparat ist leer geknipst. Revenant, Leute, ich habe so eine Gänsehaut jetzt. Ich will gar nicht hier im Haus sein, ne? Nicht ein bisschen. Wir werden da nicht lebend rauskommen. Jetzt haben wir so schöne Aufträge. Und das war's mit unseren schönen Aufträgen. Wo ist der blöde Knochen? Da liegt er, im hintersten Schlafzimmer natürlich. Okay. Lichter müssen überall aus jetzt hier. Und dann. Margaret Garcia. Kannst du dich zeigen? Kannst du uns jagen? Warum machen wir das? Nochmal gleich. Für die auf. Das sind optionale Nebenziele. Warum können wir nicht einfach nach Hause fahren? Wir haben schöne drei. Wir haben drei Sterne. Drei Sterne Fotos gemacht. Hallo? Und das, wir könnten auch die Knochen fotografieren. Dann wären wir total gut. Wir wissen ja, dass es ein Revenant ist. Margaret. Was war es? Garcia? Margaret Garcia, kannst du dich zeigen? Da unten ist die Tür. Wir könnten noch einfach da. Noch ist sie offen. Wir könnten einfach rausgehen. Wir können einfach raus. Wir können einfach rausgehen. Hallo? Hallo? Margaret Garcia, kannst du uns einmal so ein bisschen jagen? So ein bisschen. Ganz, ganz bisschen. Nein? Wir sollten die Räucherstäbchen aber auch nicht aus der Hand legen, ne? Vielleicht ganz kurz. Raus! Wenn das war, ist jetzt, ne? Riskant gewesen. So, wir müssen jetzt ein Fotoapparat mitnehmen, weil ich möchte die Knochen noch haben. 79 Sanity, noch geht's. Dann gehen wir jetzt nach ganz hinten. Das ist. Nach ganz hinten ins Zimmer, fotografieren die blöden Knochen, sammeln den auf, schmeißen den Fotoapparat weg, rennen wieder nach vorne, schnappen uns unsere Räucherstäbchen. Nochmal kurz Licht an. Nochmal kurz Licht an. Margaret, ganz ruhig. Wo war der Knochen? War das hier, ne? Da ist er. Sammelt ihn ein. Okay. Weg mit der Kamera. Schnell die Räucherstäbchen aufsammeln. Wir sollten sogar am besten. Wir sind richtig gut. Wir machen das anders. Pass mal auf. Wir rennen nämlich in den Keller. Mit unseren Räucherstäbchen, wenn wir die gezündet haben. Um vor ihr wegzulaufen. Und verstecken uns im Spind dann. Und auf dem Weg dahin brauchen wir Räucherstäbchen. Das heißt, schnell raus jetzt hier. Hoffentlich kommen wir jetzt hier noch raus, wenn ich mir so sofort in den Keller renne. Okay, hat geklappt. Alles klar. Dann nehmen wir jetzt ein Räucherstäbchen in die Hand. Und eins liegt im Keller unten am Fuß der Treppe. Das erste zünden wir, sobald sie oben auf die Jagd startet. Also kurz danach zünden wir das. Und dann rennen wir runter mit den angezündeten Räucherstäbchen runter in den Keller. Das ist der Panikplan. Und dann sammeln wir dann das nächste Räucherstäbchenpaket auf und dann rennen wir in den Schrank. Und dann stehen wir im Schrank mit den Räucherstäbchen. Und wenn wir dann die Schritte zu nah hören, dann zünden wir das auch schnell an. Das ist gut, ne? Ich glaube, das ist gut. Das ist gut. Kannst du uns einmal jagen? Margaret Garcia, kannst du dich zeigen? Gib uns ein Zeichen und jag uns. Ich habe so kein gutes Gefühl, Leute. Warum stehe ich hier rum? Die Dummen. Gib uns ein Zeichen. Starte eine Jagd. Wir haben Angst. Das ist nicht mal gelogen.
müssen noch ein bisschen. Ich will noch ein bisschen Abstand zu. Nicht, dass die da sofort raussprintet, ne? Schon halb auf dem Flur hängt hier oder so. Dann packt die uns, bevor wir das Räucherstäbchen zünden können. Kannst du uns jagen? Starte eine Jagd. Können wir nicht nach Hause fahren? Müssen wir sowas machen? Warum müssen wir sowas machen? Warum gibt es diese neuen Missionsziele? Warum gibt es ein Update mit solchen Missionszielen? Ich habe gesagt, ich freue mich, ne? Ganz am Anfang auch schon mal. Warum sage ich sowas? Jetzt ist es erst richtig dunkel. Okay, Margaret. Und jetzt kannst du uns einmal jagen? Starte eine Jagd. Wir sind noch hier und haben immer noch Angst. Aber wir sind bewaffnet mit den absoluten Anti-Geister-Räucherstäbchen. Das weißt du nur noch nicht. Ich hoffe, die wirken auch so, wie sie wirken sollen. Ich hoffe, das wirkt so, wie es die Werbespot versprochen hat. Wie es auf der Packung steht. Gegen jede Art von Geist. Einmal entzündet und sie haben Ruhe. Für 15 Sekunden. Kannst du uns einmal jagen, Margaret? Margaret Garcia, starte eine Jagd. Wollen wir noch einmal ganz kurz gucken gehen? Lass die Tür auf, die ist jetzt losjagt, während wir draußen sind. Das wäre ein bisschen ungünstig. Wir gehen einmal ganz kurz gucken, wie es uns so geht. Wie sind wir denn so? 47, okay, vielleicht geht's gleich los. Unsere geistige Gesundheit ist schon angeschlagen. Genug. So, Margaret Garcia, wir sind immer noch hier. Mach was. Aber nichts Schlimmes. Wie, du kommst da jetzt rausgekrabbelt, ne? Dann ist sowieso vorbei. Kannst du eine Jagd starten? Ich glaube, die weiß, dass wir bewaffnet sind. Die kennt unser... Oder vielleicht hat sie sogar schon gejagt und unser Kruzifix hält sie die ganze Zeit auf. Hat schon zwei Jagden verhindert. Kann das sein? Ist es noch da? Ich will nicht so nah rangehen. Es liegt noch da. Vielleicht sollte man das aufheben. Vielleicht hält es sie... Nee, geht los. Da ist sie und sie kommt gekrabbelt. Shit, der krabbelnde Kindergeist, ne? Wir sind so raus, ne? Oh shit. Heb das auf. Der krabbelnde Kindergeist. Habt ihr das ganz kurz gesehen? Oder eine Nackte, egal. Oh shit, ich zünd schon zu früh. Ich hab schon zu früh angemacht. Viel zu früh. Oh no. Wir sind so im Eimer. Oh no. Ich hab schon gedacht, die Schritte sind doch schon ganz nah dran. Ich hab schon das zweite Räucherchen angemacht. Das war's. Wir sind unbewaffnet. Wir haben keinen Schutz, nur den Schrank. Nur die Schranktür, diese dünne, blechige Schranktür. Hier ist keiner. Er kann nicht in den Keller. Das Räucherstäbchen, das doppelte Räucherstäbchen hält sie auf. Sie ist daran genau über den Boden gekrabbelt, genau in der Ecke ganz kurz, genau wie ich befürchtet habe. Boah, raus, nach Haus. So, das war's. Ich glaube, wir spielen Phasmophobia nicht mehr. Die neue Beta hat voll reingehauen. Hier kannst du behalten. Wiedersehen. So, liebe Leute, das war Phasmophobia mit Margaret Garcia und Flex. Tschüss. Fahr los! Ah, cool. Alles klar. Ah, panisch die Räucherstäbchen losgezündet. Irgendwas haben wir nicht erfüllt. Hat das nicht gezählt? Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ah, weg. Ab nach Hause. 120. Egal. So, wir waren 9 Minuten im Dunkeln. Mehr Zeit als im Hellen. 2 Minuten in ihrem Geisterbadezimmer. Und haben 13 Minuten im Haus verbracht. Das war schon. Geisterereignisse diesmal nur wenig. Aber Geisterinteraktion hatten wir 52. Geisterjagden eine. Die war auch, hat auch voll gereicht. Anzahl Geisterereignisse. Ach, cool. Okay, liebe Leute, wie immer, vielen Dank fürs dabei sein, fürs Zusehen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, ein Kommentar und freut mich immer riesig, wenn ihr es ruft, gerne mehr Displays und mehr Geister. Und lasst ein Abo da, habe ich mich allermeist freut, das kann ich so sagen, wie immer, lieb, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Geisterjagd.